Insgesamt ist die Entscheidung, dieses berühmte Gemälde der Dresdner Galerie zu restaurieren, über einen langen Zeitraum gereift. Man kann sagen, fast über 10 Jahre. Es begann vielleicht mit der Restaurierung unseres anderen Gemäldes von Johannes Vermeer bei der Kupplerin. Diese Restaurierung, die Marlies Giebe im Jahr 2003 durchgeführt hat, hat die brillante Farbigkeit dieses Meisters wirklich wieder hervorgebracht, und zugleich entstand die Frage, wie ist denn das mit dem Brieflesenmädchen, wie würde eine Restaurierung dieses Bildes zur Wiedergewinnung der originalen Farbigkeit eigentlich beitragen. Dann gab es zwei Ausleihen des Gemäldes, einmal nach Spanien, zum anderen nach Japan, und in Vorbereitung dieser Ausleihen habe ich an dem Bild kleine konservatorische Vorbereitungen getroffen, zum Beispiel die Dublierleinwand hier oben etwas nachgeklebt, das war notwendig geworden, und dann hat es im Jahr 2010 eine größere Ausstellung in der Dresdner Gemäldegalerie gegeben. Diese Ausstellung stand unter dem Titel Der frühe Vermeer, wo wir zwei Gemälde aus Den Haag und aus Edinburgh geholt haben und zu diesen zwei Gemälden unsere beiden Dresdner Vermeers gehängt haben. Und in Vorbereitung dieser Ausstellung haben wir besonders an dem brieflesenden Mädchen eine ganze Reihe von Untersuchungen durchgeführt, insbesondere zur Maltechnik sind diese Untersuchungen abgelaufen, aber auch zur Perspektivgestaltung in dem Gemälde. Und bei diesen Untersuchungen ist natürlich auch immer wieder der materielle Zustand, der Erhaltungszustand des Gemäldes mit beschrieben worden, sodass wir schließlich in diesem Jahr im März ein breites Material einer internationalen Fachexpertenkommission vorstellen konnten und zusammen mit diesen Fachleuten, die selbst in ihren Museen in Amsterdam, in Wien, in Kopenhagen Vermeer-Gemälde restauriert haben, mit ihnen zusammen haben wir die Konzeption dieser Restaurierung, die jetzt hier läuft, besprochen.